Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden 2. Ich wollte eigentlich euch ja Hallo sagen, wenn wir wieder in Rock Egg sind, aber am Ende der letzten Folge habe ich euch, glaube ich, gesagt, dass ich erstmal bei... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, warte, das ist jetzt ein echt doofer Einstieg. Ich werde das jetzt aber nicht nochmal aufnehmen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich erstmal das mit Richmond machen will. Ja? Und euch jetzt hier begrüßen werde und euch zeigen werde, über wen ich jetzt Nachforschung bereits angestellt habe. Und Siegfried ist jetzt die letzte Person, die vorher mit Fragezeichen versehen war. Die Sage berichtet, dass Einhörner nur zu hübschen Jungfrauen sprechen, aber du weißt ja, wie schwer die heutzutage zu finden sind. Das heißt, ich muss da, wo wir das Einhorn gesehen haben, mit einer Jungfrau hin, oder wie? War Nanami nicht immer das Sinnbild in diesem Spiel für eine Jungfrau? Wir haben aber bestimmt auch noch andere bei uns im Team. Ich bin mir nicht sicher, wer damit konkret gemeint ist. Aber warte, bevor ich das jetzt vergesse. Gewinn von Gefährten. Ich habe nämlich darüber hinaus noch Aida freigeschaltet. Ich hörte, dass sie in den Wäldern irgendwo in der Nähe des Walddorfes lebte, aber... Das ist das eine. Und dann habe ich Abisboa freigeschaltet. Ich sprach zu einem Mann, der merkwürdige Geräusche aus den Bergwerken von Tinto hörte. Es könnte sein... Punkt, Punkt, Punkt. Kryptisch, kryptisch. Bergwerke Tinto, Einhornecke und in der Nähe des Walddorfes. Das sind so die neuen Hints, die wir bekommen haben. Ach, und dann gab es noch eine weitere Person, nämlich hier, Feather. Im Walddorf erscheinen offensichtlich von Zeit zu Zeit Griffins. Ja, damit haben wir aber auch alle, meine ich. So, und den Anstoß hat ja beim letzten Mal, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, den Typen, den ich ganz am Ende rekrutiert habe, hier geliefert. Und mir ist, als ich die Liste mal so durchgegangen bin, auch aufgefallen, dass sich die hier weiß hinterlegt sind, ja... auch noch weiter erforschen kann, also Nachforschungen anstellen lassen kann, so rum erforschen kann, ist irgendwie ein bisschen falsch in dem Kontext. Auf jeden Fall haben wir das jetzt erledigt. So, ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen raus, weil ich zwischen der letzten und dieser Folge hier ein kleines Päuschen gemacht habe. Und das mit Richmond, ich check das immer noch nicht so ganz. Ich muss zugeben, ich habe mal im Internet versucht, eine Information aufzutreiben, nach welchem System Richmond wieder zurückkommt. Und da hieß es, ich glaube, auf irgendeinem Suikoden-Wiki hieß es, dass er nach 5 Minuten wieder erscheint. In irgendeinem anderen Forum habe ich dann aber gelesen, nach 10 Minuten. Und ja, keine Ahnung. Aber das mit den 10 Minuten hat immer hingehauen. Also ich habe immer so 10 Minuten Pause gemacht, mich irgendwie mir ein YouTube-Video oder so angeguckt und dann hier weitergeschaut. Also das hat dann irgendwie immer funktioniert. Was wollte ich tun? Warte mal, ich wollte... Nur mal kurz, lass uns mal so ganz grob in die Ecken gucken, auf die wir jetzt Hinweise bekommen haben. Denn vielleicht habe ich ja Glück und kriege jetzt noch jemanden ins Team. Bei Bob? War Bob nicht auch einer von denen, wo wir einfach nur mehr Leute rekrutieren müssen? Vielleicht kriege ich den jetzt auch schon zu uns rüber, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Leute jetzt wieder bei mir im Team, mit denen wir auch in der letzten Folge gespielt haben. Und ich laufe jetzt hier einmal so ein bisschen durch die Mine und guck mal, oder durchs Bergwerk und schau mal, ob mir hier irgendwer auffällt. Ich gehe mal davon aus, dass die Kämpfe hier nicht mehr das Thema sein werden. Die werde ich jetzt hier auch rausschneiden. Es geht mir nur darum, hier einmal kurz einen Blick reinzuwerfen. Weil wenn du in den richtigen Ecken guckst, dann hast du in der Vergangenheit ja auch die richtigen Personen dann immer gleich irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt noch Kämpfe gibt. Ich wäre ja nicht traurig gewesen, wenn sie ausgeblieben wären, aber okay. So. Ich erkenne hier in den dunklen Bereichen, erkenne ich irgendwie überhaupt nichts. Ich kann mich irgendwie an diesen Ort auch gar nicht mehr erinnern. Komme ich da gar nicht tiefer rein? Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Ich gucke hier einfach falsch. Warte mal. Ach nee, hier geht's einfach weiter. Ups.
voll verguckt. Das ist wahrscheinlich hier voll die Zeitverschwendung, was ich hier mache. Aber ich hatte wirklich die Hoffnung, dass ich hier reinlaufe und plötzlich hier eine Person steht, die vorher nicht da war. Ich gucke jetzt lieber mal im Waldorf, ob ich hier irgendwas finde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das in der Mine gar nichts bringt. Ich habe schon wieder die Befürchtung, dass ich in den dunklen Ecken vielleicht irgendwas... Ich kann mich nicht bewegen. Irgendwas übersehen haben könnte. Oh, guck mal hier. Alter, aus dem Weg. Warum willst du versuchen, diese Bestie zu retten? Was für ein schönes Wesen. Zur Seite. Nein. Deine Eltern wurden durch diese Bestien getötet. Hast du das denn vergessen? Nein, das habe ich nicht. Warum dann also? Ich kann nicht zulassen, dass eine schwache, verletzte Kreatur getötet wird. Wenn seine Wunden heilen, wird er zurückkommen und uns angreifen. Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Und wenn es der Fall ist, dann werde ich mit ihm kämpfen. Dann werde ich mit ihm kämpfen. Also gegen ihn und nicht mit ihm gegen das Dorf, oder? Es ist ein Monster. Natürlich wird es angreifen. Du kannst die Welt nicht in Menschen und Monster unterteilen. Ein Leben in einer Schlacht zu nehmen ist vielleicht bedeutungsvoll, aber dies wäre Mord. Hört nicht auf sie. Tötet die Bestie. Oh oh. Jetzt können wir ihr bestimmt helfen und dann kommt sie mit. Also mit in die Butze, meine ich. Stopp! Oh nein. Ich will dieses Wesen aber auch mit rekrutieren. Ich kann bald irgendwann meine eigene Tiergruppe zusammenstellen. Ja. Irgendwann so ein Sechser-Team bestehend aus Janusz und 5 nichtmenschlichen Mitstreitern. Das hätte auch irgendwie was. Willst du uns bedrohen? Sieh mal. Was? Es war doch nur ein kleiner Piepser. Los doch, tötet es. Tötet es, bevor es Eier legt. Was? Oh oh. Du, ich werde es aber auch nicht, dass sie die Typen umbringen. Können wir das bitte ohne Tote hier über die Bühne bringen? Ei! Das hat seine Freunde herangerufen. Nein, sie sind nicht seine Freunde. Okay. Haben wir gegen die schon gekämpft? Hoffentlich sind die nicht zu stark. Ich habe offscreen nämlich kein einziges Mal gespeichert. Rette sie? Nein, ihr könnt dies nicht haben. Was? Nein, ihr könnt dies nicht haben. Oh oh. Ich habe doch Rette sie genommen. Auf wen oder was bezog sich das? Oh oh. Verdammt. Ja, okay, jetzt kommt es doch zum Kampf. Sehr gut. Das war mein innigster Wunsch. So, was machen wir? Eigentlich können wir jetzt hier so richtig auf die Kacke hauen. Mit allem, was wir haben. Denn ich werde, bevor wir uns auf den Weg zur Hauptstory machen, sowieso nochmal schlafen legen. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, dass wir die stärksten Sachen hier einsetzen. Was ist denn stiller See? Moment. Keine Magieverwendung. Hä? Achso, beim Gegner dann, oder was? Okay, ist das echt so wertvoll, dass man das nur einmal einsetzen kann? Wahrscheinlich verfehlt das nie oder so und ist deshalb so imbar. Keine Ahnung. So, du kannst jetzt einmal hier... Was war das nochmal? Nee. Einmal dich wieder an deiner Zerkleinerung versuchen. Ja, wie gesagt, wenn ich sage, wir hauen auf die Kacke, dann machen wir das auch. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht alles sehen. Kann mir nämlich vorstellen, dass die so viel gar nicht aushalten. Oh, aber ich bin froh, dass mein kleiner Rundgang jetzt nicht völlig umsonst war. Dass sie wenigstens im Walddorf jetzt was gefunden haben. Das mit Tinto war gerade ein bisschen enttäuschend, weil ich finde, dass das irgendwie am eindeutigsten war von allen Sachen. Die da, also von allen neuen Informationen zu neuen Mitstreitern. Hier bin ich jetzt aber gespannt. Du! Ein Kristall der Aufmerksamkeit leuchtet. Ah! Deswegen, weil wir diese Kristalle bekommen haben von dem Typen, den ich namentlich nicht mehr benennen kann, aus der letzten Folge im Wald. Der hat uns nämlich 2 davon gegeben. Dadurch sind die anderen freigeschaltet worden. Vielleicht kann ich sogar nur 2 von denen jetzt rekrutieren aktuell. Na gut, wir gucken mal. Verwende einen Kristall der Aufmerksamkeit. Verwende ihn nicht, doch wir verwenden ihn. Danke, gütiger Junge, gütiges Mädchen. Mein Name ist Feather. Ich werde euch mit meiner Kraft helfen. Ja, gerne. Oh, wie cool. Oh, jetzt habe ich mich aber so auf mein Team festgelegt. Aber die würden mich jetzt auch so interessieren. Diese Stimme war...
Ich bin Aida, du bist? Jemand, den du bestimmt gerne kennenlernen möchtest. Ich verstehe, die Kowalski-Armee, also ist der Krieg immer noch nicht zu Ende. Janusz, ich werde mich deiner Sache anschließen. Mit dir werden wir die Kämpfe endlich beenden. Sehr, sehr cool. Wow, ich freue mich gerade mega. Der Grund, warum ich als Wächter lebe, die Seele meines Vaters lebt immer noch in mir. Okay. Nachdem ich diesen behandelt habe, werde ich dir folgen. Nachdem ich diesen behandelt habe, diesen was? Diesen was? Aha. So schön. Ich bin so gespannt, wie die beiden im Kampf funktionieren. Theoretisch könnte ich mir das aber kurz mal angucken. Also vorausgesetzt, die kämpfen überhaupt mit uns, ne? Das ist ja dann das andere Thema. Ich würde aber ganz gerne, bevor wir jetzt hier weiterreisen, ganz gerne noch in einer Ecke mal nachschauen. Und zwar, warte mal. Ach, guck mal, jetzt haben wir nur noch einen Hürin. Spado hieß der. Spado. So, einmal verwenden. Ich würde nämlich ganz gerne den guten Bob nochmal besuchen gehen. Einfach nur, weil wir da schon lange nicht mehr waren. Obwohl, ich hätte jetzt theoretisch... Haben wir jetzt 10 Minuten gebraucht? Ich weiß nicht, ob das 10 Minuten gedauert hat. Wir gehen aber mal kurz gucken, ob Richmond wieder da ist. Schon wieder zeitlich gesehen voll die Chaos-Folge, weil ich hier wieder total wirr hin und her laufe. Aber er ist wieder da. Sehr cool. So, dann lass uns mal schauen. Vielleicht zeigt er uns jetzt sogar anhand von einer Zusatzinformation, ob es sich lohnt, nach Bob zu schauen. Er traut den Menschen überhaupt nicht. Wenn du willst, dass er sich dir anschließt, musst du jemanden mitbringen, dem er vertraut. Ich weiß nicht, wem er vertraut. Ich habe keine Ahnung. Alberto, wo war denn der nochmal? Der war in Chrom. Das war doch der von der Annalie erzählt hatte, ne? Bei Gordon weiß ich das von euch. Da hattet ihr mir ja geschrieben, dass ich irgendwie 50.000 Potsch mit dem Handel von Handelswaren irgendwie erlangen muss oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay, das mit Bob irritiert mich jetzt aber. Ich weiß gar nicht. Hat er uns irgendeinen Hinweis gegeben? Das wird doch bestimmt irgendjemand sein, der auch aus der Ecke kommt. Ich gehe mal kurz mal schauen, was der sagt, wenn ich ihn anquatsche. Vielleicht werde ich da ja nochmal irgendwie schlauer aus dem. Was? Ich dachte, du wärst schon aufgebrochen. Schließ dich unserer Gruppe an. Wenn du das Vertrauen von so vielen... Ah, guck mal hier. Nun gut, wenn du das Vertrauen von so vielen erwerben kannst, dann hast du auch mein Vertrauen verdient. Ich vertraue dir. Cool. Sehr schön. Gut, dass ich mich davon jetzt nicht habe abhalten lassen. Ich habe nämlich kurz überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt hierher zu kommen. Jetzt sollte ich dir wohl einmal meine wahre Form und Kraft zeigen. Deine wahre Form? Nun, das ist okay. Du wirst sie früh genug zu sehen bekommen. Egal, ich breche jedenfalls zum Butzeschloss auf. Was meinst du? Trotzdem würde ich gerne wissen, wer seine Vertrauensperson ist, weil... das dann wahrscheinlich auch die Person ist, die... für Vereinigungen mit ihnen in Frage kommt, ne? Aber okay, wir haben jetzt eine zweite Person rekrutiert. Ich bin zufrieden. Weil, das mit eingeplant habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So, ich würde trotzdem jetzt gerne bei Leona mal kurz schauen, ob wir sowohl Aida als auch Feather ins Team holen können. Oder ob die hier eine andere Funktion erfüllen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden einen festen Platz hier in der Butze haben. Irgendwie würde mich schon interessieren, wo ich die finde. Aber es geht mir gerade erstmal darum, die hier zu finden. Oder auszuschließen, dass man die hier mit einbinden kann. Je nachdem. Feather ist da. Aber ausgegraut. Kann es sein, dass man Feather nur mit reinnehmen kann, wenn man Aida auch mit drin hat? Warte mal. Ich kam, um zu helfen. Ich werde jetzt erstmal nicht mit denen kämpfen. Es sei denn, ja, wir können... Nee, guck mal. Warum? Oder braucht... Kann es sein, dass Feather so groß ist, dass... er oder sie zwei... Ja, guck mal hier. Glanzwind.
Wow, ich finde das voll schön. Ich würde den so gerne einmal im Kampf sehen. Ich muss mir den jetzt angucken, Leute. Die Neugierde killt mich ansonsten. Wobei, eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir das schon probieren. Dann werde ich jetzt auch mal ganz kurz Stallion rausnehmen. Und dann holen wir Ida nochmal mit dazu. Dann gucken wir uns einmal die Vereinigung von beiden an. Weil ich will dieses Let's Play nicht abschließen, ohne das einmal gesehen zu haben. Weil die bekommt man ja echt spät. So, wo war sie denn nochmal? Hä? Da. So, wir nehmen sie jetzt mal mit rein. Genau. Formation ist mir eigentlich voll egal, wie die platziert sind. Wer weiß. Also wenn das Spiel jetzt noch länger andauern sollte, ich habe gerade so ein bisschen Torschlusspanik, aber wenn das Spiel noch ein bisschen gehen sollte, dann würde ich die auch ganz gerne hochleveln. Ich hoffe, dass Feather so stark ist, dass es auch die zweite Person so ein bisschen kompensiert, die da jetzt fehlt. Jetzt kann ich hier nicht rennen, ne? Ja, dann werde ich mich jetzt auch nicht zu weit hier vom Ort des Geschehens entfernen. Komm, ein Kampf. Ich möchte dir einmal in Action sehen. Wow. Ist das cool, oder was? Oh, ich bin so begeistert. So, warte mal. Jetzt werde ich mal hier verteidigen. Verteidigen. Was? Es gibt keine Vereinigung? Das ist ja schade. Was ist denn das Schönes? Ein halber Bess an Alfen, einmal Bess an Fliegern. Ach so. Okay, na dann mach mal. So, und sie... Schade, dass sie keine Vereinigung innehaben. Da hätte ich ja ehrlich gesagt... Greift alle Feinde an. Ja, machen wir mal. Und die anderen können sich jetzt erstmal zurückziehen. Die werden wir wahrscheinlich auch in dieser Folge noch oft genug angreifen sehen. Viel Schaden kam da nicht bei rum, aber wir sind auch nicht gelevelt. Und auch nicht ausgerüstet. Obwohl, ich weiß weder, ob die Ausrüstung noch irgendwie ein hohes Level vielleicht schon mitgebracht haben. Keine Ahnung. Ida ist auf 34 und Feather auf 31. Okay. Ja, schön. Schön, schön. Also rein optisch auf jeden Fall ein Highlight. Dadurch, dass die Vereinigungsoption fehlt, nicht ganz so gut. Hätte jetzt echt meine Hand für ins Feuer gelegt, dass da was geht, aber was nicht ist, das ist nicht. So, ich habe jetzt mein altes Team wieder zusammengestellt und dachte mir, ich gebe jetzt hier noch was ab. Denn da sind wir in der letzten Folge ja auch am Aufstocken gewesen, beziehungsweise haben wir einen Kalb gekauft. In Highway war das, glaube ich. Hier stehen die jetzt. Ich guck mal eben kurz, ob ich Ida und Feather hier irgendwo noch finde. Nee. Ich bin jetzt auch nicht in jedem Raum gewesen, aber ich bin halt davon ausgegangen, dass ich die in irgendeinem Außenareal finde. Das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass sie vielleicht ganz oben auf dem Dach irgendwo sind. So, und der Bob, wo finde ich den denn? Warum ist denn das hier so leer? Eigentlich beim letzten Mal irgendwie voll viel los. Ich weiß es nicht. Aber auf dem Dach würde ich mal eben kurz noch nachschauen. Und wenn wir da jetzt nichts finden, dann weiß ich auch nicht, wo ich noch gucken soll. Ah, guck mal hier. Sehr cool. Schön, dass mir das noch eingefallen ist. Aber Ida steht hier gar nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie jetzt so ein Herz und eine Seele oder so. Also sind sie vielleicht auch, aber... keine Ahnung. Aber Ida und Bob werde ich jetzt nicht suchen, Leute. Ich nehme jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde auf und habe hier irgendwie... Also, ich habe nichts geschissen bekommen, wäre jetzt auch falsch, weil das wollte ich gerade sagen, weil wir haben jetzt neue Leute schon rekrutiert, aber ich wollte mich eigentlich in dieser Folge hier in die Hauptstory stürzen und genau das werden wir jetzt machen. Wir sehen uns nämlich gleich in Rock Axe wieder. Und wenn dieser lange Fußmarsch nicht jedes Mal durch den Wald wäre... Ja, vielleicht gibt es auch irgendeinen kürzeren Weg und ich weiß den nur nicht mehr. Dann hätte ich mir vielleicht nochmal die Ecke mit dem Einhorn angesehen, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich da hin muss. Ich weiß noch, wir hatten mal die diese Tengar-Mission, ne? Wo wir da in den Bereich vordringen mussten. Es ist gefährlich, weiterzugehen. Ich weiß, aber Gefahr ist mein zweiter Name. Du weißt auch, wen du hier vor dir hast, oder nicht? Das heißt, ich kann... Ne, der lässt mich also gar nicht durch. Gut, hier ist der richtige Weg. Hier sind wir beim letzten Mal schon mal reinschnuppern gewesen.
Ja, ich wollte mir jetzt einmal nur mal kurz die Fässer angucken. Muss da nicht gleich so ausrasten hier. Mit dem ganzen Gekämpfe. Schade, dass ich jetzt hier nicht speichern konnte. Hab kurz überlegt, ob ich zu Highway nochmal rüber soll, um zu übernachten. Aber eigentlich geht es meinen Leuten ganz gut. Trotz vieler Zufallskämpfe unterwegs. Und ich habe zuletzt in der Butze übernachtet, damit ich wieder auf mein volles Zauberkontingent zurückgreifen kann. Glaube ich zumindest. Also gespeichert habe ich auf jeden Fall. Ja, und übernachtet habe ich auch. Ich gucke gleich mal im nächsten Kampf, ob ich jetzt alles wieder zur Verfügung habe. Der ist jetzt natürlich mies, wenn ich es schon wieder voll verpennt habe. Aber nee, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. So, dann sind wir gleich an der Stelle, wo wir neues Gebiet betreten. Vielleicht ist es gerade etwas fahrlässig, immer auf Auto zu gehen, aber ich fühle mich gerade sehr stark. Mit meiner Mannschaft, mit ihren ausmaximierten Waffen, mit der ganz guten Ausrüstung. Theoretisch hätte ich auch nochmal im Laden gucken können, in der Butze, ob ich für den einen oder anderen nicht noch ein bisschen was Besseres holen kann. Aber eigentlich müssten wir ganz gut dabei sein. Ich habe es halt gemacht wie immer bei der guten Barbara. Allen Leuten, die noch was ausgerüstet hatten, ihr Zeug abgenommen und das dann auf die anderen verteilt. Okay, gibt es zwei Wege? Hoffentlich war das kein Fehler, nach links zu laufen. Die hier sind ganz okay. Also wenn wir jetzt nur diese Gegner und die Ritter haben, dann kann ich, denke ich mal, auch die Kämpfe rausschneiden, oder? Ich gehe hier, also ich meine, klar, die machen noch gut Damage und so, aber die sind mir nicht stark genug, als dass ich hier irgendwelche Zauber oder so einsetzen würde. Ich würde ja wahrscheinlich immer auf Auto gehen. Oder wenn vielleicht drei von den Flatterwesen vor uns stehen, alle nacheinander angreifen oder so. Mal gucken. So, wo zur Hölle bin ich? Vom Aufbau her ist es immerhin bisher relativ übersichtlich. Darf gerne so bleiben. Oh nein, Tür versus Leiter. Geh mal durch die Tür. Boah, nicht, dass ich dann später nicht mehr die Chance habe, hier alles zu erkunden. Das sieht aber tendenziell eher nach einem richtigen Weg aus, als nach einer Sackgasse, oder? So, warte mal, den Kampf lasse ich kurz drin. Denn ich glaube, wir werden jetzt eine kleine, aber feine Zerkleinerungsorgie starten. Jawohl. So, warte mal. Genau, sie hat jetzt ihre Explosion wieder. Obwohl, sie hat die Explosion beim letzten Mal gar nicht eingesetzt. Glaube ich, wo ich alles rausgehauen habe. War das in dieser Folge? War das in der letzten Folge? Irgendwie bin ich total durch den Wind. Heute ist konzentrationstechnisch absolut nicht mein Tag. Und trotzdem sind wir eigentlich sowohl in der letzten als auch in dieser Folge ganz gut durchgekommen. Ich meine, ich kann ja im Vorfeld nicht wissen, wenn ich nach irgendwelchen neuen Rekruten suche, ob das irgendwie hinhaut oder nicht. Gut, dass ich nicht kehrt gemacht habe. Gut, dass ich nicht kehrt gemacht habe. Krass. Ich hätte schwören können, dass jetzt hier der richtige Weg ist. So, der gute alte Samtumhang. Verteidigung 14. Den könnte ich durch dieses Finsternisumhang, genau. Durch dieses Finsternisumhang, durch die Zen. Finsternisumhang ersetzen. Das sind nämlich einfach nur zwei Verteidigungspünktchen noch oben drauf. Das ist okay. So, und hier Verteidigungsstein. Ja, könnte man schon den Leuten geben, die jetzt am ehesten verrecken. Ich weiß nur nicht, wer das jetzt aus unserem Team am ehesten ist. Wahrscheinlich Nanami, weil sie in der ersten Reihe steht und, glaube ich, nicht den allerbesten Abwehrwert hat. Aber ich werde es trotzdem Janusz geben. Drei Verteidigungen. Ich glaube, das ist viel in dem Spiel hier, oder? Drei? Kann ich irgendwie nicht einschätzen. Weil ich dem immer kaum Beachtung schenke, wenn meine Leute Level-Ups generieren. Also um wie viele Punkte die einzelnen Werte dann immer nach oben gehen. Aber ich glaube, das hat schon so ein bisschen die Dimension eines normalen Level-Ups, sage ich mal. So. Trotzdem sind wir hier richtig, oder? Oder sind das jetzt zwei Sackgassen mit Schätzen? Ich weiß es nicht, aber jetzt aber auch wegen den Random Encountern keine Lust zurückzugehen. Würde es die nicht geben und man könnte jetzt hier Kämpfe umschiffen irgendwie. Was ist denn das hier? Was bist du denn für eine Fake-Tür? Hä? Okay. Die Kulisse ist wunderschön. Ich liebe diese Seitenansichten hier in dem Spiel.
Die hatten wir bisher noch nicht so oft, aber die sind jedes Mal irgendwie echt ein Hingucker. Gut, hier haben wir das jetzt etwas epischer aufgezogen mit Kerzenständern. Das wird die richtige Route sein. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt sind mir das wirklich zu viele Wege. Ich nehme alles wieder zurück, was ich gerade eben noch gesagt habe, von wegen eigentlich ganz überschaubar hier. What the heck? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich würde jetzt am liebsten das Gebiet einmal abschließen und danach irgendwie die Gewissheit haben, dass ich mich hier danach in Ruhe immer noch umsehen kann. Das wäre cool. Es war übrigens eine sehr, sehr gute Idee, Tomo und Sai mit ins Team zu holen. Die richten hier echt unfassbar guten Damage an. Aus. Anrichten, ausrichten, passt beides, ne? Also immer so zwischen 300 und 400, das ist schon nicht schlecht. Wo zur Hölle bin ich? Okay, ich habe mich heillos verlaufen, Leute. Gibt es hier draußen auch Kämpfe? Bestimmt. Gibt es ja auch irgendwelche Eingänge? Zumindest nichts, was mir jetzt hier auffallen würde. Das ist doch jetzt der richtige Weg, oder? Ah, hier werde ich 100 pro Kisten übersehen. Ich hoffe, dass hier keine überkrassen Sachen versteckt sind. Ich als Entwickler hätte hier aber bestimmt das ein oder andere platziert. Oh mein Gott. Also wenn ich nochmal zurückgehen sollte, dann wäre wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt, aber nö. Guck mal, da sind Kisten, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, oh nein. Wenn ich jetzt nämlich... Warte mal, warte mal. Erstmal den Befehl austeilen, danach den Gedanken aussprechen, sonst komme ich hier wieder nicht klar. Jetzt habe ich eh wieder vergessen, was ich gerade sagen wollte. Warte, warte, warte. Vereinigung. So, genau. Weil, ich muss ja hier in Suikoden 2, ja, in diesem Let's Play, muss ich ja nicht nur damit rechnen, dass die Bosse am Ende so hart ausfallen, dass ich chancenlos bin. Ich muss ja auch immer damit rechnen, dass das Spiel mir abschmiert und ich alles nochmal machen muss. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dieser Part, genauso wie der letzte, auch wieder mit 1,5 Stunden Aufnahmezeit verbunden ist, nur, dass ich am Ende dann wieder alles nochmal spielen darf, dann gehe ich jetzt lieber das Risiko ein. Ach ne, warte mal, hier kann ich jetzt auf Auto gehen. Dann gehe ich jetzt lieber das Risiko ein, dass ich danach diesen Ort hier nicht mehr betreten und absuchen kann, als alles nochmal zu spielen. Das ist mir dann egal. Es sei denn, ich lasse mich gerne, wirklich gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn ich jetzt hier irgendwo einen Speicherpunkt finde. Dann ist alles anders. Jawohl. Gucken wir mal, ob wir das Vergnügen noch haben. Ich meine, es ist leider schon ganz schön lange her, seit ich vor einem Bosskampf... Oh, ein Kokatrice, gucken Sie mal hier. Die sehen aber sehr exotisch aus. Also das wäre nicht das Bild, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an einen Kokatrice denke. Ja, schauen wir mal, was die so drauf haben. So, warte mal, ich verteile jetzt hier mal wieder ein bisschen die Angriffe. So, dann können die nämlich die erste Reihe, wenn alles wieder glatt geht, wegklatschen und dann schauen wir mal. Dürfte auf jeden Fall gutes Geld da lassen. Oh, die vertragen ja gar nichts. Ah, shit. Alter, okay, das wird... Obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, das wird ganz schön übel ausgehen für uns, aber eigentlich war das voll harmlos. Also wenn ich nochmal diese Gegner-Kombi vor der Nase habe, dann sollte ich erstmal die äußeren wegklatschen. Ja, weil dieser Angriff jetzt nur 2 Gegner erwischt und nicht 3. Das war taktisch unklug. Aber man lernt ja bekanntlich aus Fehlern und Ulan drückt erstmal ihre gesamte Aggression raus. Ist okay. Anti-Aggressionstraining quasi kostenfrei. Ins Abenteuer eingeflechtet, kann man mal machen. So, 36.000. Wir haben damit über 500.000 Potsch. Ich kann nicht klagen. Alter, wie groß ist dieses Gebiet hier? Warte, so eine Goldkette haben wir, glaube ich, schon, oder? So, ne? Welcher Proll von euch will das tragen? Keiner. Guck mal, keiner will der Proll sein. Kein Goldkettenproll bei Kowalskis. Oder wir haben in der Butze noch ganz schön viele davon. Oh nein. Ach so. Ich denke mal, wenn ich mich nicht bewegen kann, dass ich gleich in den nächsten Bosskampf reinrenne. So, diesen Spaß hier gucken wir uns jetzt auch ein weiteres Mal noch zusammen an. Danach werde ich auch diese Kämpfe rausschnibbeln.
Die laufen ja jetzt nur wirklich immer nach dem gleichen Schema ab, nämlich so. Wie wir das vorher auch schon gesehen haben. Sogar mit Niederschlag garniert. Sehr gut. Wow, sind die schnell down. Das erwischt jetzt schon wieder nur zwei. Okay, ich glaube, ich werde jetzt, egal welcher Gegner hier unseren Weg kreuzt, immer den mittleren erstmal aussparen. Und erstmal die Ränder angreifen und danach dann Tomo und Sai den Rest machen lassen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich die beiden so cool finden würde. Schon allein wegen solchen Aha-Momenten lohnt es sich dann wahrscheinlich am Ende auch, die ganzen verschiedenen Kombinationen mal durchzuprobieren. Wobei es gibt noch so viele, die ich unbedingt noch ausprobieren wollte. Ich weiß nicht warum, aber ich muss die ganze Zeit auch an Geng und Shiro denken. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, dass ich die beiden überhaupt mal zusammenpacken wollte. Ich glaube, irgendein NPC hatte uns mal gesagt, dass die irgendwie eine tiefere Verbindung zueinander haben. Oder habe ich das aus einem Kommentar gelesen? Ich glaube, ich habe das aus irgendeinem Ingame-Dialog heraus hier mal abgespeichert. Und immer wenn Shiro ins Spiel kommt, finde ich das sowieso super aufregend. So, das hier ist einfach eine Dead End. Na, Glückwunsch. Davon kann ich mir jetzt nur auch nichts kaufen, aber wir haben ja noch zig weitere Wege. Langweilig sollte uns also nicht werden hier. Ohne Witz, das waren doch gerade keine drei Schritte, die ich laufen durfte, oder? Man kann es auch übertreiben, so ein ganz kleines bisschen Kisten. So, jetzt muss ich erstmal wieder eine Runde heilen. Denn der eine oder anderen Dame aus unserem Team geht es scheinbar nicht mehr so gut. Ich weiß gar nicht, woher ich diese Mini-Medizin jetzt wieder habe. Warte mal, ich glaube, hoch. Ich glaube, ich wollte die gerade ein bisschen großspuriger verbraten. Das ist mir gerade schneller gelungen als beabsichtigt. Und den Rest, obwohl... Ich brauche mir das echt nicht aufsparen, ne? Weil das nachzukaufen ist nur echt auch überhaupt gar kein Thema. Ich weiß halt nicht, wann ich dem nächsten Boss in die Arme laufe. Das ist gerade so meine einzige Sorge, wenn ich ehrlich bin. So, gucken wir mal, was wir hier bekommen. Drachenpläne, okay. Und Einhornpläne, super. Damit mülle ich mir auf jeden Fall mein Lager nur schön weiter zu. Fantastisch. Bis übrigens schon über 700.000 Porch, Leute. Wir werden so reich hier rausgehen. Wer weiß, ob wir hier nicht am Ende sogar noch die Millionen knacken. Es würde mich nicht wundern. Und hier ist tatsächlich ein Speicherpunkt. Seriously. Okay. Das ist auf jeden Fall gut. Da freue ich mich definitiv umso mehr auf den nächsten Boss. Ich hoffe, dass er genauso episch werden wird wie die letzten auch. Und mit dem Speicherpunkt ist dann der Frust eben auch nicht so groß, wenn das Spiel dann wirklich mal abschmieren sollte. Ich meine, geil wäre es so oder so nicht, aber es wäre nicht mal im Ansatz so frustrierend wie die letzten Male. So, liebe Leute, das Ding ist gespeichert. Auf diesen Kampf hätte ich jetzt gerne verzichtet. Warte mal. Ja, das Problem ist, hier kommen irgendwie nach allen zwei Schritten wieder neue Kämpfe. Ich habe zwar noch ein bisschen Mega-Medizin, aber das ist trotzdem so meh gerade. So, komm her, Boss, zeig dich. Du bist nicht der Boss. Hau ab. Wir haben immer einen neuen Hintergrund, deswegen lasse ich den Kampf mal drin. So, kaum seid ihr drin, weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Doch, warte mal, er greift jetzt den unteren an. Ich greife jetzt nämlich, wie vorhin schon erwähnt, nur noch die äußeren Ecken an. Nein, Vereinigung, genau. Also bei den Gegnern macht der Vereinigungsangriff von Tomo und Sai den wenigsten Schaden. Ich glaube, das sind von einer Widerstandsfähigkeit hier auch die stärksten Gegner. Zumindest bei physischen Angriffen. Ich weiß nicht, wie die auf Zauber reagieren. Aber meine mächtigen Zauber werde ich jetzt für die hier nicht verscherbeln. Ich glaube, da werden wir hier noch jemandem über den Weg laufen, für den es sich eher lohnt, die Dinger aufzusparen. Also wenn jemand von euch weiß, dass ich hier irgendein super mega heftig gutes Item ausgelassen habe und das vielleicht sogar noch holen kann, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann komme ich hier gegebenenfalls nochmal zurück. Wer weiß, vielleicht kann man hier sogar noch jemanden rekrutieren oder so. Was war denn das jetzt für ein Speicherpunkt? Ich kann mich nicht bewegen, oh shit. Wir werden bald da sein. Oh. Lass sie nicht entkommen! Janusz, Nanami, geht schon vor. Nein, ich wollte da oben noch gucken. Wenn es zu gefährlich wird, werde ich euch mit meinen superschnellen Beinen retten. Okay. Okay, gut, gehen wir. Na los doch, Janusz, aber seid alle vorsichtig.
Wie jetzt? Bitte sei vorsichtig. Was? Nein. Ich will mich nicht trennen. Lass mich nicht alleine mit Nanami. Nein. Komm ja auch, Random Encounter. Es ist etwas zu ruhig. Beeilen wir uns, Janusz. Ich will wieder zurück. Janusz, das ist der falsche Weg. Schrei mich nicht an. Ich bin sensibel. So, ist hier oben jetzt richtig oder da unten? Oh, shit. Nicht euer Ernst, oder? Kann ich hier entkommen? Es funktioniert? Ernsthaft? Okay, ich dachte bei 2 gegen 6, wären wir irgendwie unterlegen mit unserer Geschwindigkeit oder keine Ahnung, nach was das berechnet wird, aber so? Ja, es ist zwar schon ein bisschen verschwenderisch, aber ich werde jetzt aus allen Kämpfen fliehen, um sicherzustellen, dass wir für den nächsten Kampf... Oh Gott, hoffentlich geht das hier auch. Ja. Gott sei Dank. Um sicherzustellen, dass wir für den nächsten Bosskampf volle Energie haben. Oh oh. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Wow, wie schön der Hintergrund ist. Ich liebe die Perspektive so. Hey, hey, wir haben es geschafft, aber es war nicht leicht. Nun wollen wir es hinter uns bringen. Wollen wir das? Vielleicht will ich das nicht. Hey, Joey, wonach suchst du denn, Janusz? Nach dir. Joey. Und nach Pilika. Wir wollen Pilika mal wieder drücken. Janusz, Nanami, ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber ich werde euch nicht durchlassen. Es kommt aber nicht der Moment, wo einer von uns beiden sterben wird, oder? Joey, nein, mach das nicht! Es sieht so aus, als ob wir kämpfen müssten. Ich will nicht mit dir kämpfen, ich nehme das untere. Das stimmt, warum müsst ihr kämpfen? Weil es unser Schicksal ist, das wird die Antwort sein. Janusz, es gibt viele Menschen, die auf dich zählen. Und für die Kowalski-Armee repräsentierst du persönlich alle Hoffnung, aber auch ich. Auch ich habe Menschen, die mich brauchen, Menschen, die an mich glauben. Nein, auf keinen Fall, das ist nicht richtig, ich glaube nicht an Schicksal. Großvater Genkaku hat auch nicht daran geglaubt. Es ist eine große Lüge, ich kann es einfach nicht glauben, darum... Warum muss die Kowalski-Armee mit Highland kämpfen? Warum müssen Janusz und Joey kämpfen? Dieses Land, unsere Heimat, ist nicht für beide groß genug. Highland und den Stadtstaat. Das ist die Tatsache, die zu all den Kämpfen, all dieser Trauer geführt hat. Aber Joey, auch du wirst doch irgendwie ein gewisses Grundinteresse daran haben, das beiseite zu schieben, das für Humbug zu erklären, eine andere Lösung zu finden, oder? Was ist denn das für ein Grund? Der Staat ist nicht groß genug für beide. Ich begann das an dem Tag der Konferenz der Städte in Joston zu erkennen. Ich sah, dass der Staat, der von seinen Mitgliedern gegründet wurde, damit sie alle in friedlicher Koexistenz miteinander leben könnten, selbst einmal Strom von Zwietracht, Eifersucht und Antagonismus war. Ich werde eine mächtige Nation in diesem Land einrichten, eine, die nichts mit Highland oder dem Stadtstaat zu tun hat. Eine einzige mächtige Nation, die aus Kraft und noch einmal Kraft geboren wurde. Das ist der einzige Weg, dieses Land vom Krieg zu befreien. Und warum können wir da nicht irgendwie an einem Strang ziehen? Also irgendwie, da bin ich echt auf Nanamis Seite so. Also und wahrscheinlich auch auf Janusz Seite, weil eigentlich will Joey das doch auch, dass wir an einem Strang ziehen. Und darum werde ich kämpfen. Das ist jetzt schwer, weil das hier klingt so ein bisschen nach so Schwanz einziehen und nee, und hast du nicht gesehen. Eigentlich will ich versuchen, auf Teufel komm raus die friedlichste Variante zu wählen. Ich nehme das untere. Nicht, dass ich mir später irgendwie vorwerfen muss, nicht den kampflosesten Weg gegangen zu sein. Die Zeit des Redens ist vorüber. Nun müssen wir dies ein für alle Mal entscheiden. Oh Gott. Oh. Ich habe immer die Hoffnung, wenn alles zu zerbrechen droht, dass Pilika irgendwie als Hoffnungsschimmer dazwischen grätscht und hoffentlich nicht irgendwie getötet wird, aber uns irgendwie beisteht. Was habe ich doch für ein Glück, hier hereinzuspazieren und euch beide beim Kämpfen zu sehen. Nun kann ich euch beide töten und das Land für Mathilda gewinnen. Ich kann alles nehmen. Okay, Männer, zielt sorgfältig, Feuer! Was? Na, jetzt geht's ja ab. Ich habe, glaube ich, gerade was weggedrückt. Hä?
Ich habe nichts gewählt. Ich habe nichts gewählt. Ich schwöre, da war gerade ein Auswahlmenü. Ich habe nichts gewählt. Ich habe kein Mal X gedrückt. Das geht gerade alles automatisch. Nee, oder? Ich habe versagt, aber ich... Okay. Okay. Also ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass sich irgendeine dritte Instanz jetzt einmischt und hier Heckmeck macht. Du hast daneben getroffen, aber das ist okay. Ich werde sie selbst töten. Scheiß wirst du. Hau ab. Wie konntest du... Oh mein Gott. Okay, warte mal. Das muss mein Hirn jetzt erstmal verarbeiten. Stehen da jetzt ernsthaft Janusz und Joey nebeneinander und kämpfen gegen einen Feind, der sich jetzt vor 10 Sekunden... Okay, ist gar nicht mein Fuck oder so. Okay, guck mal, die können sich vereinigen. Kumpelangriff, aha. So, ich glaube, das sollten wir auch tun, oder? Ich glaube, eine bessere Vorgehensweise werden wir jetzt hier nicht finden. Das ist gerade so schön und so irritierend und so durcheinander gleichzeitig. Ich weiß gar nicht, wie mir hier gerade geschieht. Geht das auf beide? Sogar mit eigener Kampfmusik. Du wirst aber nicht der Endboss sein. Du wirst nicht der Endboss sein. Ich habe sowas von gar keine Vorstellung, wie lang das Spiel eigentlich noch geht. So. Eigentlich finde ich das aber, finde ich das ganz spannend. So. Das hat irgendwie was. Bei jeder Plot-Twist, der jetzt hier noch kommt, für mich gerade voll den Aha-Moment nach sich zieht. So, warte mal, nächste Runde werde ich mal gucken, was ich aus den Runen rausholen kann. Als stärksten Angriff. So, Kampf. Rune. Leere Welt. Ich glaube, dann werden wir mal das hier versuchen. Ich habe jedes Mal so höllische Angst vor irgendwelchen Abstürzen. Oh, das ist aber ganz neu hier, oder? An einem Feind, alle Feinde, tot, bla. Joey, du alter Stecher. Das macht aber ganz schön... Hungriger Freund. Okay. Dann sei mal hungriger denn eh und je. Ich glaube, das war's für ihn. Wow, cool. Das haben wir definitiv noch nie gesehen. Joey, du bist schon so ein kleiner Styler mit deinen Angriffen. Wie cool wäre es bitte, wenn wir mit ihm zusammen... weiterkämpfen können. Du bist immer noch nicht tot. Ganz schön robust. Ganz schön robust. Aber du wirst jetzt hier auch ordentlich noch einstecken müssen. Denn genau so eine Runde werden wir jetzt gleich im Anschluss nochmal fahren. Und das war jetzt bestimmt insgesamt locker... Nee, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, locker über 2000 Schaden. Aber Janusz hat es ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. So, warte mal. Könnt ja mal normal angreifen. Wer weiß, vielleicht haut er da auch irgendwie Schadensmengen raus, die fernab jedes Mittelmaßes sind. War das richtiges Deutsch? Fernab jeden Mittelmaßes, sagt man, oder? Manchmal habe auch ich so meine grammatikalischen Defizite. Aber ihr wisst, was ich sagen wollte, ne? Er lebt immer noch? War jetzt nicht so der Oberknüller, aber den kriegen wir schon down. Gibt's eigentlich irgendwas, was Joey nicht kann, wie er auch einfach eiskalt mal kontert? Aber gut, der hat ja auch ein paar Level mehr als wir. Muss man ja Janusz jetzt auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. So, sehr cool. 125.000, was habe ich gesagt? Wir gehen mit der Million hier raus. Eine Ritterrüstung, okay. Ich bin so gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich kann mir gerade wieder meine Nägel abfressen. Was ist mit Nanami? Du dreckiger Verräter. Der wird auf jeden Fall, wenn wir nochmal in die Schlacht ziehen sollten, also in eine richtige Schlacht, wird er nicht mehr für Joey kämpfen, ne? Das heißt, sie sind jetzt weiter geschwächt. Nanami, ist alles in Ordnung? Ich bin so glücklich, dass ich endlich das gütige Gesicht des alten Joey wiedersehen kann. Ich bin okay. Darum kämpft nicht. Hm.
ob das jetzt irgendwas in Joeys Einstellung, an Joeys Einstellung ändern wird. Nanami, es tut mir so leid. Janusz, sorge gut für Nanami. Ernsthaft? Wow. Scheiße. Janusz? Ich werde okay sein. Aber bitte, nenn mich nur einmal große Schwester. Das wäre so mies, das wäre so mies. Tun wir ihr den Gefallen. Da, ich danke dir, ich fühle mich besser. Hey Janusz, du und ich und Genkaku, wir sind nicht verwandt, aber wir waren eine Familie, waren wir das nicht? Ich bin froh, dass ich Genkakus Kind sein durfte und ich bin froh, dass ich deine große Schwester sein durfte und ich bin froh, dass ich Joeys Freund war und ich bin froh, dass wir alle zusammen waren. Krass. Shit, hab ich grad miese Gewissensbisse. Boah, so gemein ich auch zu ihr war, ne? Aber dass sie stirbt, wollte ich nicht. Und vor allen Dingen nicht auf so miese Art und Weise. Sie ist ja nur die am wenigsten für diesen ganzen Scheiß hier kann, der hier gerade abgeht. Weil sie ja immer auf Versöhnungstour war, ne? Immer die weiße Flagge nach oben gehalten hat, immer für friedliche Lösungen war, immer bemüht war, die Fronten irgendwie zu glätten. Und jetzt ist quasi unsere Friedensbotschafterin. Ja, und die engste Verbindung jetzt zwischen Joey und Janusz einfach. Boah, das ist krass. Lord Janusz, was ist geschehen? Du hast die Flagge zerstört. Bitte was? Das ist jetzt das Erste, was dir auffällt? Ja, Sir. Ja, Nanami liegt tot in Janusz' Arm, aber... Ich meine, okay, ja, Schum hat auch nur seinen Job, aber ich finde das trotzdem gerade komisch. Du, hol einen Arzt, schnell! Immerhin ignoriert er das nicht komplett, aber es ist wahrscheinlich eh schon zu spät. Lord Janusz? Boah, krass, also das liegt mir gerade echt irgendwie schwerer im Magen, als ich mir das im Vorfeld eingestanden hätte. Sieh dir das an, unsere Burg! Sieh doch, Rockex ist gefallen! Ritter von Mathilda, schüttelt das Joch der Unterdrückung durch Highland ab und gewinnt eure Ehre als Ritter wieder. Das ist schrecklich. Wenn wir die Kraft des Rittertums verlieren, wird die Kowalski-Armee... Ja, so richtig in den Allerwertesten treten. Sieht Kulgan, zieht eure Armeen zurück. Was? Was hast du gesagt? Wir waren so nah. Rückzug, rasch. Vor allen Dingen, wenn Pilika davon erfährt, was Nanami zugestoßen ist. Ich bin so gespannt, ob wir sie hier nochmal im Spiel zu sehen bekommen. Ach, da ist er, unser Doc. Sie atmet noch. Wir müssen sie zum Butzeschloss bringen. Wenn wir sie rasch genug behandeln können, aber es sind zu viele feindliche Soldaten draußen. Ach, also ist sie noch? Also besteht noch Hoffnung, dass wir sie zurückholen können? Die Armee von Highland zieht sie zurück. Okay. Wirklich? Gott sei Dank. Beeilen wir uns, dass wir zum Butzeschloss zurückkommen. Bereite eine Nachricht vor. Sende die Armeen von Two River und Tinto wieder nach Hause. Wir können diese Gebiete nicht länger ungeschützt lassen.
Was für eine Achterbahnfahrt gerade. Verdammt, bitte, rette sie. Ich drücke die Daumen. Es wird alles gut werden, sie wird nicht sterben. Eili! Was denn? Warum schreit sie sie denn so an? Es tut mir leid, Janusz, ich wollte nicht. Ach so, weil sie der Meinung war, dass das jetzt taktlos war. Also, sie hat es ja nur gut gemeint. Mein Gott. So. Okay, und nun? Verdammt. Ist Richmond wieder da? Ich weiß, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um danach zu fragen. Nehmt es mir nicht übel, aber... Ja, was hast du vor an der Nachforschung? Es tut mir leid, Junge. Shu hat mich gebeten, derzeit nichts zu machen. Das finde ich so cool. Das finde ich so cool, dass die Entwickler hier mitgedacht haben. Das ist ja auch irgendwie so super, super unlogisch, ne? Oder beziehungsweise würde es Richmond auch so super kaltherzig und teilnahmslos wirken lassen. Also er hätte wahrscheinlich jetzt, wenn er die Anweisungen von Shu nicht bekommen hätte, trotzdem weiter mit uns Informationen gehandelt, aber ich finde es trotzdem gut, dass hier nichts geht. Hä? Ich kann nichts mehr machen, ich wollte noch mit den anderen reden. Es sieht so aus, als ob sie es nicht überstehen würde. Wie ist es denn gegangen? Sie wird doch wohl okay. Sie ist doch wohl... Ich kann nicht mehr lesen. Sie ist doch wohl okay, nicht wahr? Sie will es doch wohl schaffen, nicht wahr? Ist sie okay? Es tut mir leid. Ich war nicht stark genug. Shit. Was? Aber wie konntest du versagen? Hallo? Er hat ja wohl sein Menschenmöglichstes getan. Also ihn jetzt anzukacken, finde ich auch nicht okay. Hör auf, Flick, er hat alles getan, was er konnte. Lass deinen Ärger nicht an ihm aus. Ja, genau das. Ich weiß es. Aber was ist mit Janusz, verdammt? Kiba und Nanami, sie haben neben uns gekämpft. Und obwohl wir gewonnen haben und obwohl wir so weit gekommen sind... Verdammt. Janusz. Das mies. Vor allen Dingen, das Spiel geht noch weiter, ey, wenn die so einen Knüller ans Ende gepackt hätten, aber so mittendrin. Wie willst du das denn noch toppen? Vor allen Dingen, wo soll Janusz denn jetzt noch seine Moral hernehmen? Er hat Joey nicht mehr, er hat Nanami verloren, er hat Pilika nicht mehr an seiner Seite. Krass, ich weiß auch nicht, wer da durchstehen will. Bitte entspann dich, Sir. Ich garantiere dafür, dass hier keine Kriminellen mehr vorbeikommen. Du, ich glaube, das ist gerade echt nicht seine größte Sorge. Wow, okay. Ah, das ist... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ein Soldat hat mir gesagt, das kennen wir schon. Okay, warte mal. Okay, krass. Also, Shu ist nicht da. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hingehen müssen, bis es weitergeht. Wahrscheinlich in den Konferenzraum oder so. So, ich werde jetzt ganz kurz noch bei Richmond vorbeigucken, unsere Nachrichten checken und ja, dann machen wir, gucken wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Undankbare Arbeit. Wenn ich denke, wie viele meinen Aufzug benutzen, hätte ich wenigstens ein Danke erwartet. Meinst du nicht auch, Adlai? Wie krass. Irgendwie interessiert mich das alles gerade nicht so wirklich, ne? Wäre vielleicht besser gewesen, das in der nächsten Folge zu lesen. Bitte denk daran, dass meine Nachforschungen absolut diskret sind. Geschwätzigkeit kann ich mir nicht leisten, Richmond. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß ja nicht, wie lange die Post jetzt hier schon liegt, aber die Leute werden doch wohl auch irgendwie von Nanamis Tod berührt sein, oder nicht? Ich überlasse Koyu dir. Er ist nicht sehr intelligent, aber sehr liebenswert. Naja, bei Koyu stürzt mir wenigstens das Spiel nicht ab, liebe Lovin. Ja, muss man ihm ja auch mal zugute halten. Auch wenn du dir das wahrscheinlich nicht aussuchst, aber trotzdem. So, gucken wir nochmal kurz bei Richmond vorbei. Dann speichere ich das Ganze ab und dann... Ja, heißt es wohl erstmal sacken lassen hier. Du hast Arbeit? Ja. Hä? Hat er das schon immer so gefragt? Irgendwas ist doch jetzt anders bei dem, oder? Oder habe ich der Textbox vorher einfach nur zu wenig Beachtung geschenkt? Ich weiß nicht. Was? Alberto, er ist ein Freund von Annalie, das wissen wir schon. Ich hörte, dass er zurzeit gerade in Tinto ist. In Tinto? Hm,
Warte mal, in Tinto haben wir ihn aber, glaube ich, noch nicht gesehen. Da könnte ich mich theoretisch dann in der nächsten Folge mal nach ihm umschauen. So, warte mal, jetzt will ich erstmal gucken, über wen ich als nächstes Informationen einholen möchte. Das ist so krass. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich hätte echt schwören können, dass sie... Also entweder, dass ihr irgendwas zustößt ganz am Ende. Oder dass sie auf jeden Fall bis zum Ende halt noch mit dabei bleibt. So. Na gut, so, warte mal, ich muss mich jetzt mal entscheiden. Anita wäre vielleicht ganz interessant. Aida eigentlich auch. Warte mal, können wir auch... Ach, guck mal, über Feather können wir auch Sachen rausfinden. Ah, ich bin mit Sierra noch gar nicht durch. Machen wir Sierra erstmal zu Ende. Warum habe ich das denn abgebrochen? Weil dann plötzlich die ganzen Fragezeichen erschienen sind, ne? Bei den neu zu Rekrutierenden. Okay, Leute. Krass, ja. Also wir werden dann beim nächsten Mal erstmal gucken, wo es weitergeht. Wer ist jetzt in meinem Team? Janusz ist alleine. Ich gehe mal, wie gesagt, davon aus, dass es im Konferenzraum hier südlich weitergeht. Und ja... Dann schauen wir, was als nächstes passiert, was unser nächster Auftrag sein wird und alles und überhaupt. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja, würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!